Also du sagtest gerade, für Brecht sei der Marxismus nicht einengend, sondern entfaltend gewesen, was das spielerische Talent anbetrifft. Aber dazu musst du doch ein gehöriges Maß an spielerischem Talent haben, denn es gibt ja auch Schriftsteller, bei denen der Marxismus genau diese Wirkung hatte. Einengend. Ja, ja, natürlich. Becher zum Beispiel. Meinst du? Ja, aber nein, Brecht wird immer verkannt, weil Brecht ist ein großer Clownesker. Literat gewesen. Shakespeareaner. Shakespeareaner und Marlowianer und sagen wir, also in Zeiten, wo das Theater noch nicht literalisiert war, sondern seine Literatur ist theatralisch. Mhm. Und der Begriff des Gestus zeigt ja, dass man eben nicht spricht von Betonung eines Wortes, sondern Gestus, also eine Haltung, die man einnimmt. Und aber die ganze Theorie von Brecht ist aufgebaut auf Spielerisches. Mhm. Und das im Grunde ist das Brecht-Theater die Rückgewinnung des Spielerischen, auch im Theoretischen. Und bei Brecht war das so, dass er ja zum Marxismus kam. Die Hauptmann behauptet immer durch sie, was ich nicht ganz glaube, aber der kannte ja wirklich nichts. Und die Stücke, so Dickicht der Städte und Trommeln in der Nacht und Baal vor allem, Baal war ja eine Auflehnung gegen Jost, der Einsame. Gegen diese Inwiefern? Bitte? Inwiefern? Ne, Jost ist ein Nazi-Schriftsteller. Yeah. Er hat ein Buch geschrieben, der Einsame. Und das war, ich weiß nicht, Hölderlin, irgendein großer Dichter, der also sozusagen seine große Leistung darin bestand, dass er aus der Einsamkeit heraus schöpfte. Und da hat Brecht so geärgert, dann hat er Baal, den Manne Baal, dagegen gesetzt. Und das war eine also gegen ihn, im Grunde Expressionismus. Ne? Mhm. Dass man das O Mensch-Geschreie ändert in O Menschen, wie schön ist das zu leben. Mhm. Ne? Und ich meine, diese ganze der Ansatzpunkt von Brecht, auch der, gerade weil wir jetzt frühe Gedichte gemacht haben, der ist ja wild in Besitznahme alles Erreichbaren, mhm, und überhaupt nicht asketisch. Nicht? Und die These des Rationalisten, des Asketen, das ist alles im Grunde reingebracht worden, wie auch der Marx ja als sozusagen reiner Rationalist und Reduzierer der Wissenschaft auf Ökonomie alles Quatsch ist, nicht wahr? Das war genau so ein Genussmensch. Mhm. Und der, ich finde, und das war ja die Absicht in meinem letzten Buch, dass der Begriff des Genusses bei Brecht ein ganz großer ist. So wahrscheinlich der größte, und weil er hielt ja auch Genuss für eine der konstituierenden menschlichen Tätigkeiten. Insofern ist die Beschäftigung mit Marxismus eine Zunahme von Genuss an seinen eigenen Stücken. Er entdeckte plötzlich, dass er dadurch, dass er Widersprüche beschrieb und in Widersprüchen den Witz entdeckte, er spricht immer vom Witz der Dialektik, und seine ganze die Substanz von Brecht ist im Grunde der Umgang mit Widersprüchen. Und das hat er dann später theoretisiert in Organe fürs Theater. Aber das war der Widerspruch sozusagen, wie bei Hegel auch, aber bei Brecht war es eben materialistisch, entdeckte er im Marxismus also so verlockend, dass er nicht aus Bekenntnis zur Arbeiterklasse dazu gekommen ist, sondern wirklich über seine Zunahme an Lebensqualität, Schreibqualität. Karl Korsch, welche Rolle hat Karl Korsch bei seinem? Korsch? Korsch, ja. Der soll in Ökonomie fragen? Naja, Brecht, wie Marx hatte, was ich gar nicht wusste, keine Ahnung von Ökonomie. Und jetzt, der Hobsbawm im letzten Buch beschreibt das, und hat das erst später dazu gelernt. Und der berühmte Satz,
die von ihm, der in der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, dass die Verhältnisse umgewälzt werden müssen, in denen der Mensch ein verachtetes und verächtliches Wesen ist. Der hielt zu dieser Zeit hielt Marx noch die Arbeiterklasse für die Verwirklicher der Ideen der deutschen Philosophie und nicht etwa der Revolution. Und diese Bereicherung, die Studium der Ökonomie brachte, das war bei Brecht eben, der holte das stark nach durch Korsch dann. Ne? Dass er einfach begann, das Kapital zu lesen. Und der gute Knopf ist ja zugeknüpft bis oben hin, der ja sagt, Brecht hat Marx nie gelesen. Und da schließt er daraus, dass er jetzt in seiner Bibliothek war, in der Chausseestraße, und hat ein Exemplar vom Kapital gefunden und keine Notizen, keine Unterstreichungen. Und das zeigt doch, dass während der ganzen Emigration Brecht nicht mit Marx beschäftigt hat. Nun ist das eine kühne Vorstellung, dass Brecht am Tag in der Nacht vom Reichstagsbrand seine Koffer packen muss und flieht. Sonst wäre er nämlich verhaftet worden. Und dass er nicht mal seine Tochter mitnehmen konnte. Die wurde ja nachgebracht dann, nicht? Floh mit der Weigel. Und dass er also als einziges einpackte das Kapital nach Knopf. Und das Kapital sozusagen wie ein Talisman mitschleppte. Und dass dieses alte Kapital da wieder in seiner Bücherei steht. Und da ist keine Notiz drin. Auf den Gedanken, dass der sich das Neue gekauft hat. In der DDR kommt er gar nicht. Die einfache Frage, vielleicht hat Brecht sich das Kapital neu gekauft und hat es in seine Bücherei gestellt. Das hat er gefunden. Und das ist eine große Entdeckung des Antimarxisten. Ja, den Hegel hat er ja kräftig voll gepinselt. Also die Rechtsphilosophie ist ja... Nein. Bloß Brecht war ja kein großer Leser. Brecht sagte, er liest dein Buch die erste, die letzte Seite und weiß Bescheid. Also die Rechtsphilosophie muss er durchgelesen haben. Sicher hat er die durchgelesen, aber sagen wir mal, er auch Thomas Mann und die Aversion gegen ihn ist auch gegen die dicken Bücher. Ne? Also er mochte keine dicken Bücher, außer der Bibel. Die kannte er allerdings sehr gut, allerdings von der Schulzeit noch. Wie ist der Satz zu verstehen, Sie werden lachen, die Bibel? Auf die Frage, was sein Lieblingsbuch sei? Ja, weil in der Bibel sind die größten Skandal-, Kriminal-, Geschichten der Geschichtsschreibung, also im Alten Testament. Das ist überwiegend das Alte Testament. Ja, sicher. Das Neue nicht so. Ich glaube, die Bergpredigt hat ihm die hat er akzeptiert, aber die gefallen hat ihm natürlich. Natürlich. Und wir mussten als erstes studieren das Buch Hiob, weil das über den Elohim, also es war ja nicht der liebe Gott, den wir kennen damals. Nicht? Das war Elohim und der andere. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Der Name in der Bibel, der alte Name für Gott. Elohim ist einer und der andere. Die Geschichte hat ihn ja angereizt, über die Ungerechtigkeit der Gesellschaft nachzudenken. Der liebe Gott, der trifft den Teufel. Und die schließen eine Wette ab, dass Hiob, der treueste Gottesdiener, abtrünnig wird, wenn er genügend Unheil erlebt. Und darauf geht der liebe Gott ein und sagt, dann werden wir es mal ausprobieren. Und nun geht's los. Er kriegt Krätze, er kriegt Pocken, seine Viecher sterben, die Häuser brennen ab, die Frauen sterben. Und er steht immer noch zum lieben Gott. Und dann eines Tages wird es ihm zu viel, und fragt den lieben Gott, warum trifft es
triffst du mich? Und da antwortet, das ist die schönste Antwort, da sagt der liebe Gott, wie kannst du wagen, mir solche Frage zu stellen? Ich, der den Himmel gemacht hat, die Erde gemacht hat, ich, der ich Menschen machen kann, der ich, also er beantwortet nicht die Frage, sondern beruft sich auf seine unnahbare Größe. Und diese Antwort fand Brecht, also bei den meisten Politikern, dass man, wenn man konkrete Fragen stellt, wie kannst du diese Frage stellen und so weiter. Und ich meine, der ganze Faust ist ja eine Adaption vom Buch Hiob. Und das Buch Hiob war sozusagen die Grundlektüre, die wir lesen mussten, als wir zu Brecht kamen. Und ich meine, diese Geschichten haben mich in der Bibel interessiert. Das Alte Testament ist ja auch voller Dialektik. Ja, ja, sicher. Liebende Vater Abraham, der den Sohn bereit ist zu schächten. Zu schächten und dann nimmst du einen Hirschkuh. Ja. Nee, das ist Iphigenie. Ja, ja. Also jetzt zu den Schriftstellern, die du genannt hast. Marxismus ist ja für Schriftsteller etwas aus der Mode gekommen. Hast du das Gefühl, weil er ihnen zu anstrengend ist? Hast du das Gefühl, weil sie sich nach dem Futterkorb recken, der in der Bundesrepublik, weiß Gott nicht, rot angefärbt ist? Warum ist in letzter Zeit so wenig an Klassenanalyse? Da, ja, ist die Frage, bei wem? Also, ich meine, wenn man von den Großen redet, bei Grass ist der Realismus sozusagen vorhanden, der ihn zwar nicht zum Marxisten, aber zum Realisten macht. Mhm. Und bei Walser ist, sagen wir mal, der Realismus, wenn er nicht ideologisch wird, dominiert, aber ich meine, wenn man Braun nimmt, ist das eine geniale Adaption des Marxismus, nämlich eine kritische, realistische Lebenshaltung. Und ich meine, man muss wirklich, darum empfehle ich das neue Buch von Hobsbawm, Wie verändere ich die Welt, mit 95 Jahren geschrieben, wo er nachweist, wie sehr Marx die Leute angefressen hat. Sie werden ihn ja selbst, wo sie ihn leugnen, um an den Futterkorb ranzukommen, in diesem schmierigen, antikommunistischen System, sind sie letzten Endes, wenn sie nach spannenden Geschichten suchen, immer auf Widersprüche angewiesen. Und selbst da findet man das nicht. Ich meine, ich rede gar nicht von Handke. Handke ist da eine Ausnahme. Aber bei hier ist es Braun als für mich ein Inbegriff des realisierten Marxismus, nicht des theoretischen. Und wenn man Daten nimmt, zum Beispiel, das ist ein wunderbarer Schriftsteller, finde ich. Und Dietmar Dart. Dietmar Dart, nicht? Der verkannt wird immer als Theoretiker. Mhm. Aber sein Luxemburg-Buch ist große Klasse. Für Marx selber ist ja eigentlich nur der Reaktionär Balzac marxistisch. Sondern das ist diese merkwürdige, für ihn dieser merkwürdige Widerspruch, dass der Balzac aufgrund seiner, er war ja Royalist, und er kritisiert die Welt nicht, weil er sie zur Plebejischen verändern will, sondern als Royalist. Reaktionär, von früher. Von früher, aber früher hatte das Bürgertum so viel Tugenden, dass das ausreicht, dass Balzac ein ganz großer Gesellschaftskritiker ist. Für Marx ist das ja Widerspruch. Der Royalist auf der einen Seite kritisiert. Die Emporkömmlinge. Ja, kritisiert. Dasselbe ist bei Brecht passiert. Mhm. Der hat Kleist abgelehnt. Der preußische Junker, der also mit dem Fortschritt nicht mehr zufrieden ist und nicht mehr zurechtkommt. Nicht? Und dann hat er ihn natürlich nicht gelesen oder zu wenig, obwohl er Kleistpreis
damals als erster kriegte, als ersten Preis. Und als er dann den zerbrochenen Krug machte, weil die Giese, die Therese Giese bei uns die Regie machte, kam nicht mehr zurecht und Brecht übernahm die. Und ich war sein Mitarbeiterassistent. Und da stellte er fest, wie die Kritik von rechts aus Zeiten, als sozusagen der Feudalismus noch große Leistungen hatte, eben schärfer ist als die bürgerliche Kritik am Bürgertum. Nicht? Und ich meine, die vernichtende Kritik im zerbrochenen Krug, da ist sie lustig, aber wir mussten dann, nachdem er also in das Stück reinging mit der Bemerkung, ein preußischer Junker kritisiert das aufsteigende Bürgertum. Mhm. Und nachdem er dann selber inszenierte und das Stück auch wirklich las und praktizierte, mussten wir innerhalb von einer Woche über den Realismus und kritischen Realismus der kleinsten Sprache schreiben. Aufsätze, alle. Also bei Marx selber gibt es ja eine verhaltene Kritik an Lassalles Sickingen-Versuch. Naja, das ist, ja. Und ansonsten gibt es nur eigentlich den Hinweis, ich glaube auch an Lassalle, sie sollten mehr göteln und weniger schillern. Ja, das ist so hergesagt. Ja, das gibt es bei Marx auch so hergesagte Sachen. Aber dann wieder den Hinweis auf, nehmen Sie Balzac. Naja, ich würde sagen, diese Vorstellung von Schiller als reiner Thesenkündiger ist ja Quatsch. Ja, ja. Meine Schiller ist ein hochbegabter Dramatiker und weit mehr als Goethe. Goethes Leistung ist die gedankliche Dramatik. Ne? Also ich kann nicht sehen, dass in Faust also ungeheuer Shakespeare-Szenen sind. Ne? Mhm. Und bei Schiller? Naja, Fiesco zum Beispiel ist ein Stück von großer Wucht. Ich meine, das ist Titus Andronicus. Ne? Gibt es das für Brecht auch, dass er... oder gibt es für dich auch, dass es diesen Realismus wider Willen gibt? Also wie bei Balzac. Ja, ne, wider Willen, das ist mit einem anderen Ausgangspunkt. Sozialen Ausgangspunkt. Ja, mit einem anderen sozialen Ausgangspunkt, aber zu der Analyse, zu einer... Sicher, dass dann etwas herauskommt, was er gar nicht beabsichtigt hat. Das ist, ich meine, das ist eine literarische Erscheinung, die ist wahrscheinlich häufig. Dass viele auch in der Antike im Grunde gottesfürchtige, götterfürchtige Stücke schrieben und in Wirklichkeit das Götterreich zerstörten. Beispiel? Der Frieden zum Beispiel. Mhm. Naja, Aristophanes ist so eine Ausnahme, aber die auch hier die Orestie zum Beispiel. Von Aeschylus als großes Lied des griechischen Helden. Nicht? Wenn man es da mal liest, wie im Detail realistisch stellt, wie Agamemnon mit Kassandra als Beute sozusagen zurückkommt vom Trojanischen Krieg, wie die den ins Bad locken und rollen ihm einen Siegerteppich aus. Und der Siegerteppich führt aber nicht auf den Thron, sondern ins Bad. Und da geht er lange, wenn er trinkt. Die Beschreibung der Götter, der göttlichen Figuren, das sind ja Halbgötter, bei Aeschylus ist gleichzeitig eine vernichtende Kritik. Der Shakespeare hat das gemerkt, Troilus und Cressida. Wo er nicht die Helden zerstört, sondern die Zerstörung sozusagen heroisiert. Im Grunde genommen ist ja auch die Dreigroschenoper ein marxistisches Stück, ohne dass ein Marxist es damals geschrieben hatte. Naja, sicher klar, ne, weil es jegliche Moral zurückführt auf
reale, einfache Interessen. Einfache ökonomische Interessen. Das, ich meine, insofern ist der Hobsbawm wunderbar, weil der zeigt, der Marx holt das ja nicht vom Himmel, sonst lag er auf der Straße. Mhm. Die Leute haben es noch nicht gesehen und nicht genommen. Ne? Der Brecht hat irgendwann mal sich abfällig über den Lukács geäußert, weil der Lukács ja immer stand auf den großen Charakteren und sagte... Nee, auf den großen Roman. Der hat ja, ja die, auf die großen Charaktere im großen Roman. Naja, und der hat ja die im Grunde das epische Theater abgelehnt, ohne es je verstanden zu haben. Aber Brecht hat große Charaktere geschaffen. Ja, nein, ich meine, der Lukács... Ja, das ist schon klar. Ablehnung beruht auf Missverständnis. Auf Missverständnis, meiner Meinung nach. Aber das finde ich auch. Aber irgendwann sagt Brecht, ich glaube, es ist in der Linkskurve, 32 oder 31, André Gide habe die Sowjetunion bereist und nach der Landwirtschaftsreform keine großen Charaktere mehr gefunden. Als ob so schnell, das ist ja auch ein etwas schlichter Marxismus, dass sich im Überbau schon so schnell das Ergebnis der ökonomischen Basis... Naja, das ist alles Quatsch. Ich meine, das ist, Charaktere verschwinden nicht über Nacht und gehen nicht. Also Palagea Vlasova ist eine große... Also aus der Arbeiterklasse ist ja nicht, gar nicht so einfach. Ist ja nicht sehr vielen Leuten gelungen. Naja, die größte, nach meiner Meinung, der größten und nach meiner Meinung unterschätzten Roman ist Zement. Das ist einer meiner, immer wenn ich eine Freundin früher hatte und erwarb eine, schenkte ich ihr drei Bücher. Mhm. Das war Zement, Anti-Düring, und da war es noch, ich glaube, Rilke. Also Rilke hat dir gefallen? Rilke, ja. Ja. Ich habe den so gerne hergesagt. Er ist schön zu sprechen. Gell? Wunderbar. Ja. Und vor allem zwei Zeilen und du weißt, das ist Rilke. Ich meine, die Duineser Elegien verstehe ich nicht, aber treibt die letzte Süße in den Herbstgedicht. Ja. Herbstgedicht, das ist unbeschreiblich. Mhm. Nein, aber ich meine, in Zement, Klepp ist einer der ganz großen Romancharaktere. Und das ist aber, von Majakowski ist das Buch ja, der Gladkow, schon niedergeboxt worden, weil der zu pessimistisch war, hat die Funktionäre zu sehr kritisiert. Aber das Buch, wenn du es heute liest... Von Majakowski? Nein, von Gladkow. Ja, aber wer hat das... Majakowski hat Gladkow niedergemacht. Ist das wahr? Ja. Ich nie gefunden. Aber in schroffer Weise, als Konterrevolutionär. Und für mich ist das Gladkow ist eines der größten Sozialisten, also nicht nur Sozialisten, größten Romanen. Mhm. Weil diese Vorstellung, da kämpft einer für eine andere Welt, für das Bessere sozusagen, und für andere... Das ist ein großes Thema. Wenn du Brechts Bezug zur Bibel nimmst, dann kommt mir es manchmal so vor, dass er eigentlich auch in einer fast christlichen Weise Versöhnung predigt. Der eher der Scharfe, der eher Dünnlippige, der eher... Nee, Versöhnung, die Freundlichkeit. Ja, aber dieses Ding zum Beispiel, so übel sie dir auch mitspielen, gib keinen deinesgleichen oder gebt keinen euresgleichen auf. Oder in der Grabrede, selbst die auf ihn schossen, waren nicht andere als er und nicht er. Naja, das ist aber, ich meine, das ging um die Veränderbarkeit des Bösen. Ja. Das Böse an sich gibt es nicht. Ich meine, das war dialektisch gesehen. Mhm. Und ich meine, die natürlich für Versöhnung. Ich meine, diese Versöhnung ist der Grundgedanke des Christentums und das ist der Grundgedanke des Marxismus. Kann man so sagen. Ja, das ist und Brechts konkrete Form war die Freundlichkeit zueinander, wenn ein Mensch dem anderen ein Helfer ist. Mhm, genau. Nicht? Also das war sozusagen die Endvorstellung der, was wir jetzt sagen, also wenn, die wir nicht mehr erleben werden. Nicht? Ja, und dann es sind die Umstände, dass wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, selber nicht freundlich sein konnten. Aber besondere Umstände. Nicht jedwedem ist das als Entschuldigung mitgegeben. Nee.
und zu allen Zeiten erst recht nicht. Hast du das Gefühl, dass es eine Zeit gab, die vielleicht auf Theaterleute abstoßend gewirkt hat, in denen bestimmte brechtsche Techniken, V-Effekt, der Brecht-Vorhang, zu dogmatisch zelebriert wurden und deswegen so eine Abwehr? Naja, und ungeheuer, und zwar von Brecht selbst. Von Brecht selbst? Ja. Und ich meine, das Organon ist ein bisschen Erziehungsheim, nicht? Theaterleute. Und ich, dabei ist das ganz spielerisch. Ja, ja. Die Thesen des Organons sind von einer ungeheuren Anregung zum Spiel. Und ich habe mal gefragt, sagen Sie, Brecht, warum haben Sie das in diesem rückübersetzten Latein geschrieben? Sie haben da einen Satzbau und eine komplizierte... Ihr habt euch gesiezt. Ja. Ja. Geduzt haben Sie mit ganz wenig. Und der das ist ein für mich eine lateinische Sprache, die da... Also, ja. Wie Luther. Bitte? Wie Luther. Ähnlich wie Luther. Nee, Luther nicht. Ja, auch die Sprache Brechts ist... Nein, der Luther ist doch nicht... Der hat das Lateinische ausgetrieben. Das war der schuf eine neue Sprache. Brecht auch. Aber ich meine jetzt speziell das Organon. Mhm. Fällt ja raus. Das ist von einer fast dogmatischen und da hat er geschrieben, er hat gesagt... Er hat es deshalb geschrieben, damit die Schauspieler es nicht zu schnell verstehen. Weil Schauspieler neigen dazu, wenn sie etwas einmal lesen, es zu verstehen. Mhm. Das kann man nicht. Und darum hat er das so verkompliziert, damit es schwierig ist zu lesen und damit man länger dran bleibt. Also das ist, aber das hat natürlich zur Folge, und diese Modelltheorie, die Berlau dann sehr als Prügel gemacht hat, nicht, dass man also Modellbücher, also nach Bildern inszeniert, so war das nicht gedacht, sondern es war gedacht, wie in der Wissenschaft, dass eine Inszenierung ansetzt, wo die andere aufgehört hat. Mhm. Also dass ein Kontinuum, dialektisches Kontinuum entsteht an Qualitätssprüngen, nicht? Und das war auch dann in der Beurteilung oftmals von Schauspielern, hatte Brecht eine unerbittliche Radikalität, nicht? Die eben auch nicht immer stimmte. Und dann übernahm es andere, die daraus dann ein Dogma machten. Nicht? Und das ging in England so weit, dass man, als wir da die erste Tournee machten, sich wunderte, dass man in Brechtstücken lachen darf. Mhm. Weil sie der Meinung waren, wo verfremdet wird, darf nicht gelacht werden. Die Parodie der großen Stücke und Meister, auch durch sie selbst übrigens, nicht? Auch Marx ist davon nicht frei. Ich meine, was der zu Bakunin sagt, das ist ein Witz. Und nicht ein Witz, sondern das ist Totschlägerei. Bakunin hat im Grunde gewarnt vor dem, was dann später wirklich eingetreten ist. Nicht? Und Galilei soll ja auch ein großer Stänkerer. Der hatte ja den Spitznamen der Stänkerer, weil er unduldsam war. Und das war Brecht in vieler Hinsicht auch. Aber sagen wir, wenn man eben Brecht neu lesen will und neu liest, wie es Haug macht, der das Kapital neu liest, mhm, Fritz Haug, mhm, und das ist für mich der lebendigste unter den lebenden Philosophen. Und man muss Brecht neu lesen und muss versuchen, seine Interessen in ihm zu finden. Mhm. So, ich meine, das ist das Geheimnis, weil immer gesagt wird, der hat Menschen ausgebeutet, weil die alles für ihn machten. Aber die machten alles für ihn, um sich darin zu finden. Mhm. Ich meine, der hat der Käthe Reichel eben, Waltraud Reichel, ein unbedarftes Wesen, hat er dann eine Persönlichkeit gemacht. Mhm. Ne? Aber nicht aus erzieherisch, sondern die wollten es. Nicht? Und, mhm, und das ist mit dem Dogmatismus solche Sache, weil man dogmatisiert eine Sache ja nicht aus bösem Willen, mhm, sondern um es so praktikabel zu machen. Insofern ist Brecht davon nicht verschont geblieben. Und ich
bekenne mich, dass ich manchmal auch, besonders in jungen Jahren, eben da päpstlicher war als der Papst. Mhm. Ne? Dass ich viele Sachen im deutschen Theater zum Beispiel schlecht fand, die grandios waren. Jetzt vielleicht doch die allerletzte Frage. Brecht könnte man ja Naivität vorhalten, wenn er einerseits Moskau gemieden hat, auf dem Weg nur kurz da blieb, die Margarete Steffin nicht direkt begleitet hat, er möglicherweise auch um seine Gefährdung ahnte, denn hinter seinem Namen, das wissen wir heute, stand ein T, Trotzkist, in den stalinischen Archiven oder Unterlagen und trotzdem so große Ehrenbekundungen für Stalin geschrieben hat. Nun gibt es, das stimmt nicht. Von Stalin gibt es einen fünf Satz. Unterdrückten, den Unterdrückten in fünf Erdteilen muss der Atem gestockt haben, als sie hörten. Ja, das stimmt ja. Die Leute haben Rotz und Wasser geheult. Ja, ja. Brechts große, in Erziehung der Hirse wird man Stalin der große Ernteleiter genannt. Aber es gibt keine Hymne auf Stalin, sondern immer nur auf die Leistung, die verbracht sind. Durch die. Also Oden gab es schon. Aber es gibt keine Ode auf Stalin. Ja, dieses Ding ist ja ein Gedicht. Welches? Na, das, den Unterdrückten von fünf Erdteilen. Naja, das ist eine der kürzesten Nachrufe für Stalin. Die es je gegeben hat. Das hat man ihm ja vorgehalten. Dass das nicht. Dass das. Nein, ich will vielleicht. Möglicherweise ahnte er auch, dass über Stalin das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Wenn wir jetzt Losurdo lesen, kommen ja ganz andere Dinge wieder, dass im Eifer des Chruschtschowschen Gefecht vielleicht zu viel. Ja, nein, aber auf der anderen Seite, ich meine, diese Millionen an Toten, da ist man so im Zweifel, diese Aufbau einer Rüstungsindustrie hinterm Ural, während die Deutschen vorrückten auf Moskau, ist natürlich eine ungeheure Leistung, aber mit welchen Opfern verbracht. Ich meine, dieser Widerspruch Stalin ist nicht mit einer Person zu lösen, nicht? Meine, also Stalin verehren, um das Verehren, das Anbeten zu verlernen, gibt es ja von Brecht. Es gibt einen Grund, warum Brecht, wir haben ihn mal vorgehalten mit den Moskauer Prozessen, als ich die Protokolle las, zum ersten Mal, da verschlug es mir den Atem. Also was muss mit den Leuten geschehen sein? Bukharins zum Beispiel, gibt es philosophische Arabesken von ihm, die sind bei uns rausgekommen, kennt keiner. Die hat er in der Todeszelle geschrieben. Das ist eine Zusammenfassung des Standards des marxistischen Wissens zu seiner Zeit. Eines der schönsten Bücher. Und dass dieser Mann, also bekennt, Trotzkist und Nazi-Spion gewesen zu sein, das ging nicht in meinem Kopf. Und dass die hingerichtet wurden, so die ganze lenische Garde. Und ich meine, Brecht wäre ja blöd, das nicht zu sehen. Der Name Stalin ist eben weit über die Person hinaus eine Institution geworden, die eben für bestimmte, für den damals für den Kampf gegen Hitler nicht beschädigt werden sollte. Das war seine Antwort, weil wir sagten, sie hätten damals viel mehr gegen die Moskauer Prozesse machen sollen. Und da kam das ist eine Ausrede, denn normalerweise ist es unerträglich, was da geschehen ist. Dann frage ich nur nochmal, was die am häufigsten gemachten Fehler oder vielleicht nach deiner Sicht der bedeutendste Grundfehler der Linken nach der Wende war. Vielleicht auch im Umgang mit Brecht oder mit Lenin. Dass sie links verlassen haben. Dass sie also sozusagen nachgegeben haben dem Antikommunismus und haben sich entschuldigt für Dinge, die für die Mauer, für die, also da gibt es sicher Gründe, wir hatten auch unsere Einwände, aber das, sagen wir mal, dass man in einem Programm, in den Eckpunkten, dass der Begriff Marx nur überhaupt nicht mehr vorkommt und dass man ihn sozusagen preisgibt und
zumal der Marxismus wieder ja an Interesse ungeheuer zunimmt. Meine Weltweit. Meine Tochter ist in der Mega. Mhm. Und die kommen gar nicht nach mit der Belieferung von Japan oder USA. Mhm. Ich meine, der Marxismus und die Ratlosigkeit der jetzigen Ökonomen, was die jetzige Krise betrifft, veranlasst ja die Leute, zu Marx zu greifen, weil das die stimmigste Kapitalismuskritik ist, auch des Finanzkapitals. Und insofern ist das Verlassen von Marx eine Aufgabe von Kapital, politischem Kapital. Wir danken Ihnen für dieses Gespräch.